Ich hasse Weihnachtsgutmenschen. Es geht mir nicht darum, Menschen, die zu Weihnachten etwas Gutes tun, im Allgemeinen schlecht zu machen. Überhaupt nicht. Es geht mir nur um die, die gerade zu Weihnachten ihre soziale Ader entdecken und dem Rest des Jahres nichts mit alten Menschen, Behinderten, Flüchtlingen oder Obdachlosen zu tun haben wollen. Aber zu Weihnachten spenden sie dann große Geldbeträge oder leisten ein paar Sozialstunden. Sie helfen in Suppenküchen aus oder machen Freiwilligenarbeit in Einrichtungen, die Menschen unterstützen. Vor allem bei Firmen ist das eine sehr beliebte Praxis, um die CSR-Kennzahlen nach oben zu schrauben. Generell ist es ja was Gutes, wenn Menschen Geld spenden oder sich aktiv beteiligen und Unterstützung leisten. Unser System funktioniert leider nicht mehr anders. Aber diese Unterstützung, egal ob jetzt physisch oder finanziell, die wird über das gesamte Jahr über benötigt und nicht nur zu den Feiertagen, wo es schön und angesagt ist, zu helfen. Es ist ja auch völlig okay, wenn man etwas Gutes tut, wenn man anderen hilft, dass man möchte, dass andere das auch erfahren. Tue Gutes und sprich darüber. Stehe ich voll und ganz dafür. Aber immer nur gerade zu Weihnachten, da kommt man irgendwie das Kotzen. Gerade bei großen Unternehmen ist es ja so, sie spenden bei Licht ins Dunkel. Einmal im Jahr schöne große Beträge. Dafür bekommen sie dann auch in der Primetime, im ORF zum Beispiel, gute Sendezeit. Wo es dann heißt, danke liebe ÖNB, danke Lidl, danke Raiffeisenbank. Das ist auch in Ordnung so. Die sollen ihren Dank bekommen und ihre paar Minuten Fame für das, was sie tun. Überhaupt keine Frage. Ich finde einfach nur, dass Unternehmen dieser Größe, wie eine ÖNB, eine Raiffeisenbank, ein Lidl, ein Hornbach und alle anderen großen Unternehmen, die zu Weihnachten schön tief in die Tasche greifen, um Gutes zu tun. Wir sollten lieber das ganze Jahr über ihr unternehmerisches Tun auf mehr Inklusion und Diversity hin ausrichten. Sie sollen lieber Arbeitsplätze schaffen für Menschen 50 plus oder für behinderte Menschen oder vielleicht ein oder zwei Mitarbeiter pro Abteilung für 10 Stunden im Monat freistellen für soziale Arbeit. Das würde viel, viel mehr Sinn machen, als wie nur einmal im Jahr groß zu spenden. Das ändert am System nicht. Wenn ich nur einmal im Jahr eine große Summe spende und das restliche Jahr über alles laufen lasse, wird sich am System an sich nichts ändern. Aber der Grund für mein Video hier sind eigentlich meine YouTube-Kollegen. Viele von denen springen zu Weihnachten auf den Gutmenschzug auf, machen Videos darüber über soziale Projekte. Sie gehen raus und helfen anderen und lassen sich dafür heftig abfeiern. Und nochmal, ich verurteile nicht, dass jemand aktiv etwas macht und andere unterstützt. Im Gegenteil, das ist wichtig, das soll so sein. Und ich finde auch, dass man als YouTuber eine gewisse Verantwortung hat, das zu tun. Und vor allem, diese YouTuber haben ja auch die Intention, dass sie ihre Follower dazu motivieren, selbst aktiv zu werden. Amen! Ja, genau das soll auch passieren. Als YouTuber, finde ich, hat man eine gewisse Verantwortung. Mit dieser Verantwortung umzugehen, einer der Wege ist, wie ich finde, andere zu motivieren, auch aktiv zu werden. Und daran ist absolut nichts falsch. Ein lieber YouTube-Kollege und ein Freund von mir, Daniel von DubTV, hat ein Weihnachtsspecial gemacht. Obdachlose an Weihnachten eine Freude machen. So heißt sein Video. Gleich am Anfang erklärt er auch, warum er dieses Video macht. Ich weiß, da sind jetzt einige draußen, die sagen, ey, das ist Heuchelei, dass man das jetzt vor der Kamera macht. Ich weiß nicht, ich habe mir irgendwie gedacht, wenn ich so ein Video mache, das soll euch ein bisschen dazu bewegen, dass ihr vielleicht auch sowas macht. Hey, lieber Daniel, ohne Scheiß und ohne Ironie, genau so soll es sein. Du sollst deine Dat Army, so nennt Daniel seine Fans und Follower, dazu motivieren, aktiv zu werden. Immerhin, du hast fast 100.000 Follower auf YouTube. Das ist ein Wahnsinn. Du erreichst 100.000 Menschen mit deinen Videos. Und damit kannst du wirklich viel, viel anstellen. Ich persönlich verstehe mein Tun auf YouTube so ähnlich wie dafür stehe ich mit meinem Namen. Gerade reichweitenstarke YouTuber haben meiner Meinung nach eine gewisse Verantwortung und auch Verpflichtung, mit ihrer Macht, wie sie haben, auch etwas Sinnvolles anzufangen. Denn wenn sie nur zu Weihnachten ein sinnvolles, soziales Video machen und den Rest des Jahres crazy fun prank bullshit Zeug fabrizieren, dann ist das für mich einerseits scheinheilig und andererseits eine massive Verschwendung von Talent und Einfluss. Mir ist schon klar, dass jetzt diese YouTuber hergehen und sagen, ja, aber wenn ich jetzt nicht meine lustigen Prank-Videos mache und den ganzen
Bullshit, dann werde ich kein großer YouTuber. Ja, mag sein. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber es ist so, Leute, die sowas machen, wachsen schneller. Gebe ich zu. Aber jetzt, um wieder zu Daniel zu kommen, dieses Video, das du jetzt gemacht hast. Ich bin 100% davon überzeugt, dass du jede Menge Views bekommen wirst. Und auch wenn du im Video selbst sagst, du willst keine Likes dafür, wird's Likes hageln Ende nie. Es ist ja auch eine gute Sache. Das bedeutet aber auch, dass deine Stadt-Army durchaus gewillt ist, auch mal schwere Kost hinzunehmen und sich darüber zu freuen und auch darauf einzugehen und mit dir kommunizieren darüber. So, und jetzt mache ich mal was absolut Verrücktes. Ich bleibe wieder bei dir, Daniel, und deiner Stadt-Army. Was glaubst du, was passiert, wenn du deine Army aufforderst, in ihrer eigenen Umgebung aktiv zu sein, zu schauen, hey, wo gibt's was, was nicht so richtig läuft? Wo könnte man was verbessern? Ich spinne jetzt mal rum. Die Gemeinde weigert sich seit Jahren oder hat kein Geld dazu, den Spielplatz bzw. den Skatepark zu renovieren. Das Ganze ist schon gefährlich und viele Jugendliche würden gerne den Garten spielen. Oder das Jugendzentrum bräuchte wieder mal neue Spiele. Oder ein Schulkollege, dessen Papa hat einen schweren Autounfall und ist jetzt behindert. Und die Familie steht kurz vor dem finanziellen Ruin. All das sind Geschichten, die wirst du bei deinen 100.000 Abonnenten zum Beispiel garantiert zu Genüge finden. Und wenn du jetzt die aufforderst, dir diese Geschichten mitzuteilen, dann passiert natürlich Folgendes. Es wird für dich furchtbar anstrengend werden. Als YouTuber hat man dann eine emotional herausfordernde und wirklich schwere Aufgabe zu managen. Das ganze Leid zu hören und die ganzen Geschichten und dann noch zu entscheiden, welche sind jetzt echt, welche sind fake und an bei welchen kann ich jetzt auch helfen. Ich glaube aber auch, dass man bei vielen dieser Geschichten, die da kommen werden, gar nicht selbst aktiv werden muss. Es genügt, wenn du als großer, reichweitenstarker YouTuber Leute untereinander in deiner Community verbindest und die sich dann gegenseitig helfen. Das Coole dabei, ich glaube, da kommen richtig, richtig geile Geschichten raus. Coole Videos und richtig, richtig toller Content. Denn das ist es meiner Meinung nach, was man als YouTuber machen sollte. Remember, with great power comes great responsibility. Ich danke euch für ein tolles Jahr 2016. Und ich wünsche uns allen ein super geniales Jahr 2017. Und vielleicht können wir, übers Jahr gesehen, gemeinsam öfter mal was Gutes tun. Bis dahin, wir sehen uns nächstes Jahr wieder.